Jo, Patrick. Ja? Gib mal einen Bleistift. Was für ein Stift? Ja, ein Bleistift. Ich habe hier nur einen Druckbleistift. Nee, kein Druckbleistift. Das ist auch ein Bleistift. Nicht so ein Bleistift. Ein mit Mine. Der hat eine Mine. Ja, okay, ein Druckbleistift hat auch eine Mine. Nee, so eine starre Mine. Ja, dann nimm den Zimmermannspimmel da hinten. Das ist kein Bleistift. Das ist Zimmermannskunst. Moin, moin. Was geht ab? Also, so eine Werkstatt, die braucht Bleistifte. Und ich habe einen kleinen Bleistift fertig. Ich habe einen Druckbleistift, mit dem benutze ich immer, wenn ich feine Sachen mache. Aber ich habe auch, sage ich jetzt mal, vielleicht den einen oder anderen Bleistift zu viel. Aber mein größtes Problem ist natürlich, wenn ich hier in der Werkstatt bin und ich will gerade mal irgendwas anzeichnen, finde ich keinen Bleistift. Egal, wo du guckst. Kein Bleistift. Da kein Bleistift. Kein Bleistift. Da kein Bleistift. Kein Bleistift. Auch in meiner Bauchtasche. Kein Bleistift. Habe ich vielleicht ein Problem mit Bleistiften? Ich habe keine Ahnung. Wie du siehst, sehen sie nichts. Und dafür brauche ich eine Lösung. Und der Plan ist jetzt der. Ich möchte gerne hier, ich habe so ein Brett und ich würde gerne zwei Bleistifthalter machen. Heute in diesem Video erstmal einen für die Werkstatt da hinten. Also der Halter soll ja zur French-Klietwand passen und im Idealfall passt der auch da dran. Und wie der Teufel es will, habe ich noch eine Keilleiste übrig. Und diese Keilleiste passt ganz genau auf dieses Stück Holz. Ganz genau. Und aus denen will ich das bauen. Ein French-Klietwand-Halter nur für Bleistifte. Aber so ein bisschen extravaganter. So, weil wir ja geilen Scheiß machen wollen, habe ich hier in der Ecke noch irgendwo Kupferröhrchen. Und dann werden wir Kupfer mitverarbeiten. 15. So, also das Löcher sind gebohrt für 3, 6, 9, 12, 15. 15 Stifte. Und als nächstes Kupferrohre. Ja, die Länge zu ermitteln. Ich halte einfach einen Bleistift rein und ich denke mal so, wenn ich das Rohr jetzt hier abschneide auf 4, was sagen wir, 4,5, 5 cm. 5 cm, das ist ein gutes Maß. Das ist hier auch. So, das sind die Hülsen hier und da ist eine Hülse und da ist eine Hülse und da sind Hülsen und überall sind Hülsen. 15 Stück. Haben wir jetzt richtig krass gearbeitet. Jetzt muss man die aber noch entgraten. Ganz wichtig, weil sonst schneidest du die Finger auf, verblutest, stirbst in der Werkstatt und keiner findet dich. Monatelang. Okay, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber du tust dir weh. Also, so sieht das jetzt aus. Abgeschliffen,
Löcher gebohrt und die Kupferrohre sind auch schon fertig. Aber irgendwie ist mir das zu langweilig. Da muss noch was drumrum, sonst sieht das nicht cool aus. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht noch irgendwo was hätte. Und überall in diesem Dorf darf ich hingehen und darf mich bedienen. Aber ich habe tatsächlich noch eine Sache, die habe ich mal gekauft und nie benutzt, weil der gute Sammy und meine Wenigkeit wollten mal einen Teleprompter bauen und da ist das Ding übrig geblieben. Und das ist so eine Metall, so ein ganz langer Metalldingen hier. Und das biegen wir jetzt zurecht, der Sammy und ich, und das kommt dann da drum. Ja, so, also, ich habe alles festgeschraubt, ein paar Schrauben mehr, als ich dachte, aber das Ding ist auf jeden Fall massiv. Gut, als nächstes Röhrchen rein und die Leiste von hinten drauf, Bleistifte rein, fertschen. So, das Ding ist fertig und sieht echt cool aus. Eine Sache habe ich nur falsch geplant. Der Durchmesser der Rohre ist ein bisschen größer wie die Bleistifte, wodurch die theoretisch nach unten weghängen. Aber ich habe in die Rohre was reingetan, nämlich so kleine Fensterkeile. Und die stabilisieren die Stifte jetzt. Das heißt, wenn man jetzt hier so wackelt, da fällt kein Stift raus. Und noch ein Vorteil ist, warum das so gut ist, dass die Rohre so groß sind. Theoretisch können wir auch noch Kugelschreiber da reinmachen. So, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Du darfst mir auch gerne folgen und mich abonnieren. Du kannst aber auch trotzdem gerne machen, was du willst. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Video.